Also, heute wollen wir mal schauen. Jetzt bin ich immer gerade angekommen. Und das ist wenigstens gefroren. Das hat sich ein bisschen gefroren. Nicht mehr ganz so zicken. So sieht das dann aus. Oh, ey, alles aufgegessen. Hast du alles aufgegessen? So, sie haben Hunger. Sieht man. Also werde ich jetzt erstmal füttern. Gucken, ob ich euch hier irgendwo hinstellen kann. Naja, wir sehen gleich weiter. Das hier sind dann die Freuden der eigenen Stallpferdehaltung. So eine Kacke. Ah, naja, es wird dann besser. Bei uns ist ja zum Glück nicht ganz so hoch nass. Hier ist dann schon wieder okay. Aber da, wo man halt so wirklich oft geht, ist zu. Okay, heute nicht hin. Naja, auf jeden Fall ist dann hier vorne richtig schön Matschloch. Also hier geht. Und jetzt wird es sowieso besser. Es friert, ja. Und das ist jetzt das, warum komme ich nicht zuerst raus? Ich will jetzt raus. Und wenn ich jetzt nicht sofort mit rauskomme, werde ich gnatschig. Man kann sich auch freuen, wenn man im Matsch rauskommt. Habt doch ein bisschen Beine vertreten in Gruppe. Ja, ob man es glaubt oder nicht, die beiden, die sich am meisten bewegen, sind die beiden Ältesten. Die Jüngste will gar nicht. Die sagt, lasst mich in Ruhe. Und die beiden sagen, ja, wir bewegen uns. Jetzt tun sie nicht mehr. Schwierig so rum aufzunehmen. Hey Baby. Meine Linse hat einen Sprung. Aber so ist das. Naja, heute Stallarbeit. Ich bin bei den kleinen Jungs. Den sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Da, ja, nur so ein bisschen. Da ist sein Kopf. Ich muss mich so rumdrehen, da ist keine Sonne. Und bin heute halt mit Stallarbeit in Gange. Nur das wahrscheinlich, und ich hatte eigentlich gedacht, mal so ein bisschen die Spuren der nassen Wochen zu verwischen, so Schweife waschen, neu stylen, aber jetzt friert's und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob ich dann Schweife waschen möchte. Wir werden's sehen. Im Endeffekt werde ich's wahrscheinlich die Tage dann tun und jetzt erstmal mich an die Boxen machen, vielleicht so ein bisschen trocken stylen, aber naja, es wird sich zeigen. Und demnächst werde ich mal ein Video hochladen, wo ich so ein bisschen von unseren Plänen für 2018 erzähle. Vielleicht hört man sich ein bisschen erkältet, aber eigentlich würde ich dafür ganz gerne Mandy mit an den Laden kriegen. Und noch ist sie nicht da, also werden wir mal gucken, was da passiert. Hey, Tag 2. Wir testen es jetzt mal. Und ja, jetzt bin ich gerade bei den Pferden angekommen. Und wir machen mal so ein Follow My Week oder so. Oh, Randale, sie haben Hunger. Ich gehe sie jetzt füttern.
Und dann schauen wir mal, was dabei zusammenkommt. Wir werden sehen. Irgendwas wird schon bei rumkommen. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Frost. Vielleicht kann ich bald meine Gummistiefel ablegen. Noggin Babies. Hier wieder das Chaos. Hi Sam. Ja, du sollst essen. Du sollst nicht alles durch die Gegend schmeißen. So, dann sehen wir mal weiter. Ja, geht los. Erste Raubtierfütterung erledigt. Heute, da es so friert, ja, müssen wir die Heukops mit warmem Wasser machen. Das dauert etwas, deswegen sieht Lottchen so entsetzt aus. Ja, und hier Madame, ne? Ich glaube überall gegen. Hat jetzt erstmal, aber sie sind dran geblieben. Also ich bin beeindruckt. Wir gucken mal. Nachher werde ich das nochmal wieder neu machen. Und dann sehen wir mal, ob das wirkt. Nächstes Projekt wahrscheinlich. Schlagschutzmatten. Naja. Ja, du wartest auch auf deine Heulkops, ich weiß. Geht gleich los. Das war Aktion Tau den Wasserhahn auf. Also innen habe ich eine Heizschlange. Aber hier außen ist noch nicht beheizt. Und dann ne? Wasserkocher auftauen. Ja, und das sind die Heulkops. Wir warten jetzt noch ein bisschen, weil so ganz kalt ist ja auch ein bisschen blöd. Und jetzt muss ich mindestens noch einen Kocher haben und dann muss noch mehr Wasser rein. Und die Sachen müssen wir auch noch auftauen. Naja, ich bin damit noch ein bisschen beschäftigt. Und dann sehen wir weiter. Also während wir fröhlich auf die Heukops warten, die ja immer noch einweichen, können wir ja nun mal so ein bisschen gucken, was jetzt ist. Also, ich bin immer noch auf Regen eingestellt, obwohl wir jetzt inzwischen Frost haben. Heute alles große Aktion mit Wasser frei bekommen, wie es aussieht. Und ja, jetzt habe ich mir so ein paar Vorsätze genommen für dieses Jahr. Aber immer nur in kleinen Steps. Zum Ersten, ich gebe mir etwas mehr Mühe mit meinen Haaren. So insgesamt, ich weiß nicht, habe so ein bisschen wenig auf mich geachtet. Das werden wir jetzt ändern. Dann möchte ich ganz gerne die letzten Kilos verlieren, die mir noch zu viel sind. Das ist, stellt sich als hart heraus gerade. Ich versuche es jetzt mal mit Trennkost. Und gestern Abend um 10 hatte ich echt Hunger. Aber naja, wir versuchen das jetzt. Ich werde das aber, wie gesagt, in kleinen Steps durchziehen. Und so von meiner Zeit her ist es echt auch schwer mit Sport. Also mein Sport ist im Prinzip jetzt Ausmisten. Ich versuche aber jeden Tag so zwischen 10.000 und 15.000 Schritte auf dem Schrittmacher zu machen. Also so ein bisschen was zumindest. Das ist, aber so Misten ist ja auch relativ anstrengend. Also so ganz sportlos bin ich dann ja nicht. Und ja, dann sehen wir mal. Das sind immerhin 9, 10, 11, 12, 13, 14 Boxen, die ich jeden Tag miste. Also so ein bisschen Sport ist da schon mit bei. Ja, und jetzt machen wir noch mal weiter. Dann muss ich heute das alles so machen. Aber zumindest dadurch, dass es nicht mehr nass ist, sind die Boxen auch nicht so nass. Vielleicht habe ich es halt einen Tick leichter als die Tage davor. Mal gucken. Aber ist auch alles gefroren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute was mit den Pferden so machen kann. Wir werden es sehen. Wie sagt man so schön, immer 1% am Tag besser. Das ist jetzt mein Ziel. 1% besser am Tag. About shotgun, riding in silence, looking out the window to keep me from crying. I could